Okay, erst einmal, liebe Montana Black Fans, die jetzt auf dieses Video geklickt haben. Ich war mal einer von euch. Ich gehe auf die Jagd. Das ist mein Motto auf Twitter. In Anfangszeit des Kanals Montana Black 88 habe ich die Videos wirklich extrem gefeiert. Erst recht vom Junkie zum YouTuber, da ich so extrem krass fand, wie jemand so eine heftige Vergangenheit haben kann, aber dann trotzdem so ehrlich damit umgeht und die Zuschauer, die ihm zugucken, davor bewahren möchte, dass man genauso wird, wie er damals war. Ich habe mir damals sogar das erste Mal von einem YouTuber Merch gekauft. Das waren damals diese C'est la vie Klamotten. Und die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden mich wahrscheinlich auch schon in diesem Pullover gesehen haben. Die Leute, die mich darin noch nicht gesehen haben, die sollten mir folgen unter Charlie Waffles. Jetzt. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Ich will einfach nicht direkt als Montana Black Hater abgestempelt werden, denn das bin ich und das war ich auch nie. Also im Gegenteil ja sogar. Es war ja vor ein paar Tagen der Weltfrauentag und ich hatte mir eigentlich auch überlegt, ob ich dazu irgendwie was, ja, sarkastisches oder ironisches tweete, dadurch, dass ich den Weltfrauentag irgendwie so ein bisschen, ja, suspekt finde auf der einen Seite. Auf der einen Seite finde ich es natürlich wichtig, dass man Frauen ehrt und dafür irgendwie einen Tag hat oder so, weil Frauen in der Weltgeschichte jetzt nicht unbedingt so gut immer weggekommen sind, also im Gegensatz zu Männern. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man in der Welt leben will, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind, dann sollte man Frauen eigentlich jeden Tag ehren, oder nicht? Also dann macht es ja keinen Sinn, einfach nur einen Tag zu haben, wo man dann sagt, okay, heute dürfen auch mal Frauen ausreden. Und an diesem Tag hören wir Frauen auch mal zu. Und vielleicht denken wir sogar noch über das nach, was die Frauen sagen. Aber ich konnte das jetzt nicht so richtig ausformulieren irgendwie und deswegen habe ich den Tweet dann einfach gelassen. Nein, dieser dumme Bastard. Da liegen alle Kleeblätter rum. Ich war dann allerdings, wie gesagt, schon auf Twitter und habe dann einen retweeteten Tweet von Montana Black gesehen, beziehungsweise, um genau zu sein, ein Foto. Und dieser Tweet hatte die Caption Hashtag International Women's Day 2019. Und da ist dann ein Zuhälter drauf zu sehen, der dann sagt, also so ein Zuhälter aus Hamburg halt mäßig, und der sagt dann so, heute am Weltfrauentag 50% auf alle. So, und ich sehe das so und ich denke mir, okay, ist halt Montana Black Humor. Also ich meine, wer sich jetzt halt noch über Frauenklischees lustig macht, der spielt 2019 wahrscheinlich auch noch Fortnite. Na gut, das sag ich und spielt 2019 noch Kleeblatt einsammeln in Call of Duty. Fresh ausgeschaltet. So, und ich hatte diesen Tweet gesehen, ich habe so gedacht, okay, ist halt Montana Black Humor, da werden jetzt wahrscheinlich auch nicht das alle lustig finden und so. Es gibt ja eine große feministische Community, sag ich mal, oder halt eine Szene auf Twitter, die jetzt auch, die wirklich sehr radikal ist, muss man sagen. Es gab aber keinen unter diesem Tweet, der den Tweet nicht lustig fand oder irgendwie mal Montana Black darauf hinweisen konnte, dass es gar nicht mal so cool ist, sich über Frauen lustig zu machen, wenn Weltfrauentag ist. Also ich meine, es ist schon an jedem anderen Tag nicht cool, sich über Leute, die schwächer sind als du, lustig zu machen, beziehungsweise die dir eigentlich gar nichts getan haben. So, aber erst recht nicht an einem Tag, an dem man irgendwie daran erinnert werden soll, dass es doch gar nicht mal so viele Frauenrechte auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Dass es sowas wie Frauenwahlrecht eigentlich auch noch gar nicht so lange in der Menschheitsgeschichte gibt. So, wenn man das im Kontext mit Weltfrauentag nachdenkt, dann ist das halt einfach was, ist halt einfach ein No-Go, ja? Also man kann das natürlich lustig finden, aber es ist halt nicht lustig. Das ist so, als würde man sich am Tag, an dem man an den Holocaust gedenkt, irgendwie über Juden lustig machen. Da musst du dir halt einfach denken, okay, es ist halt vielleicht deine Art von Humor oder so, aber dann lach da bitte alleine drüber. Man muss nicht mal politisch korrekt oder sowas denken, um das bitte zu sehen. So, ich habe da jetzt aber auch keinen Bock gehabt, den Überallmann zu spielen und irgendwie zu sagen, möchtest du dir darüber vielleicht nochmal ein paar Gedanken machen, denn obviously, er hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Er hat das einfach gesehen, das Foto, oder hat es von einem Freund oder sowas geschickt bekommen oder so und hat es dann gepostet, weil er es wirklich lustig findet. So. Also es ist halt, es ist ja auch sein Humor, ne? Es passt ja auch. Da ich aber wusste, dass er sich vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten vorher mit Feministinnen angelegt hatte und daraufhin sich bei all seinen Partnern entschuldigen musste, weil er sie auch irgendwie beleidigt hat oder irgendwie sowas, habe ich einfach nur geschrieben, dieser Tweet wird nicht gut enden. Und oh boy, oh boy, oh boy, habe ich damit etwas losgetreten. So, Montana Black sieht wahrscheinlich diesen Tweet, der als einziges ein bisschen kontra, also ein bisschen dagegen ist. Und hat sich dann auch irgendwie auch verständlich, so ein bisschen persönlich wahrscheinlich auch angegriffen gefühlt und hat dann versucht, mich auch selbst zurückzudissen mäßig. So ein auf, hört nicht auf das, was der Typ sagt, der ist nämlich gar nicht erfolgreich oder sowas. Also er hat dann halt getweetet, so wie deine E-Sports-Karriere, also er ist davon ausgegangen, dass ich ein E-Sports-Spieler bin, nur weil ich bei OX Gaming bin. Ich meine, nach dieser Anschuldigung war ich auch ein bisschen stolz. Ich weiß aber gar nicht, was trauriger ist, dass er mich versucht hat, wirklich persönlich zu fronten oder dass er denkt, dass ich wirklich ein E-Sport-Pro bin. Also ich meine, come on. Allerdings mit dem schönen OX-Jersey sieht wahrscheinlich jeder auch aus wie ein E-Sport-Pro. xus.de/ux-gaming, wenn ihr euch das auch kaufen wollt. Mit eurem eigenen Gamertag innen drauf, Hashtag Werbung. So, ich habe das so gesehen, ich habe so gedacht, nicht mit mir, Bruder. So, das kannst du mit jedem kleinen Twitter-Kid machen, was wirklich ein E-Sport-Pro werden möchte, aber nicht mit mir. Also, ich habe ihn da ja nicht gehatet, sondern habe halt wirklich ernsthaft halt irgendwas hinterfragt. E-Sport Pro, by the way. So, und ich habe dann auch irgendwas gesucht, womit ich ihm halt so ein bisschen auf den Schlips treten kann.
Der überalbern Ausdruck gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ist mir eingefallen, dass ich ja vor ein paar Monaten ihn auch dafür schon kritisiert hatte, dass er ja Online-Spielotheken, Videos und Livestreams und sowas macht. Und dass das, ist mir eingefallen, ja auch gar nicht mal so gut geendet ist. Habe ich alle eingesammelt? Nein, ich habe keinen eingesammelt. Shit! Mir ist denn allerdings eingefallen, dass ich ihn ja vor ein paar Monaten auch in einem YouTube-Video dafür kritisiert hatte, dafür, dass er diese Online-Spielotheken-Videos gemacht hatte. Also da ist er so in Livestreams und in Videos, er hatte sogar einen eigenen Kanal dafür, dass er halt so in so eine Online-Spielothek gegangen und hat dann da einfach ganz viel Geld verzockt und war allerdings auch mit diesen Typen gepartnert oder beziehungsweise mit diesen Seiten, auf denen er gespielt hat. Also mit dieser einen Seite auf jeden Fall war er gepartnert. Die haben ihm dann, glaube ich, irgendwie so Geldzuschüsse oder sowas gegeben, wenn er halt irgendwie viel gespielt hat mäßig. Also wenn er halt irgendwie 1000 Euro eincasht, dann kriegt er halt 500 Euro nochmal umsonst dazu von denen. Und als er eben das gemacht hat, habe ich mich richtig wie Obi-Wan gefühlt in Star Wars Teil 3, als Anakin dann zu den Sith geht. Du warst mein Bruder, Montana Black. Du warst der Auserwählte. Du warst dafür bestimmt, die Online-Casinos zu zerstören und nicht dich ihnen anzuschließen. Er musste ja auch mit diesen Online-Casino-Streams aufhören, dadurch, dass es ja eigentlich illegal war, dieses Glücksspiel, glaube ich, auch zu zeigen. Oder beziehungsweise auch auf Seiten war, die man in Deutschland, glaube ich, auch nicht promoten durfte oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das alles so ein bisschen shady, ja. So, aber da eben diese Karriere gescheitert ist, als er es wieder anfangen wollte, habe ich dann geschrieben, so wie deine Online-Spielotheken-Karriere. So, ich glaube, an diesem Punkt war er richtig mad. Ich auch irgendwie so ein bisschen, aber nicht jetzt so. Ich fand es halt einfach nicht cool, dass er dafür bekannt geworden ist, dass er diese Süchte hinter sich gelassen hat und den Leuten gesagt hat, hey, fangt mit so einem Scheiß auf keinen Fall an und sowas. Und jetzt allerdings irgendwie auch damit Geld verdient, dass er das kleinen Kindern oder beziehungsweise seinen Zuschauern näher bringt, sowas zu zocken. Und den zeigt, hey, damit kann man ja richtig viel Geld gewinnen, wenn man halt nur immer die 50er und 500er Dinger reinkloppt. Na gut, wahrscheinlich ist es auch nicht schlecht, wenn man dann auch von der Spielothek dann auch ein bisschen Kohle dazugeschossen bekommt, damit man auch nicht unbedingt so ins Minus geht. Aber das ist ja jetzt nur meine Sicht. Geil. So, ich war halt wirklich auch so ein bisschen persönlich auch enttäuscht von ihm, als er mit diesem Glücksspielzeug halt angefangen hatte. Dadurch, dass er halt vorher, dass sein Werdegang halt so war. Jo, Leute, ich erzähle euch jetzt Geschichten, wie schlimm das damals war und dass ihr auf gar keinen Fall damit anfangen sollt. Einfach damit ihr wisst, dass sowas richtig beschissen ist. Und jetzt sagt er praktisch, jo, Leute, ich habe da einen Partner, der macht Glücksspiel. Der gibt mir immer so ein paar Zuschüsse und jetzt spielen wir mal lustig hier im Stream und ich mache ganz viel Geld. Bruder. Zumal er das Geld ja auch gar nicht nötig hat. Aber Leute, wie wir alle wissen, Schwarzgeld bzw. illegal verdientes Geld schmeckt auch allen am besten. So, und als ich dann die Online-Spielothekenkarriere angesprochen hatte, meinten Montana Black-Fans dann zu mir, ey, jetzt geht's aber zu weit. Wenn sich Monte über Prostituierte am Weltfrauentag lustig macht, dann ist es halt sein Humor. Aber wenn du jetzt darauf anspielst, dass Monte hier ganz viel Kohle im Stream verzockt hat, da wird eine Grenze für mich überschritten. Das geht zu weit. E-Sport Pro, by the way. Mir persönlich ging es schon zu weit, als er mich als E-Sport Pro bezeichnet hat. Da hört für mich Spaß auf. Sein Gegenargument auf das Spielothekenargument war dann allerdings, ja, aber ich habe damit ja viel mehr Geld gemacht als du und deine Gaming-Organisation, also UX Gaming. Und ich dachte mir, Bruder, habe ich mich gerade verhört? Höre ich das gerade richtig? Moment. Du bist stolz darauf, deinen Fans Glücksspiel zu zeigen und damit viel Kohle gemacht zu haben. Also man muss dazu natürlich auch sagen, dass das alles mehr so joke-mäßig eher von uns beiden, denke ich mal, gemeint war. Also es war mehr so in so einem humoristischen Kontext, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie soll ich denn da jetzt noch gegen argumentieren? Der Typ ist stolz darauf, dass er illegalerweise viel Geld damit gemacht hat, Glücksspiel an seine Zuschauer zu vermitteln. So, also das zu zeigen und das zu spielen und da viel Geld zu gewinnen, einfach nur, weil er Glück hatte. So, man muss dazu aber auch sagen, UX Gaming ist halt eine familiäre, kleine Organisation, hinter der jetzt keine riesen Firma oder sowas steckt. Und es gibt auch Sponsoren, die uns dabei unterstützen, wir sind dankbar dafür, aber wir sind keine Organisation, die jetzt Kommerz ist oder die... Wir wollen halt coolen Stuff im E-Sports und generell im Gaming-Bereich machen, aber wir haben jetzt nicht die Intention, die krassesten Überbabus zu sein oder die Nummer 1 in Deutschland oder so ein Schwachsinn. Wir sind halt alles Freunde, die mit ihrer Arbeit Leute begeistern wollen und irgendwie auch dabei eine geile Zeit haben wollen. E-Sport Pro, by the way. So, Montana Black ist auf die sachliche Ebene gegangen und dann habe ich es halt auch auf der sachlichen Ebene versucht. So, ich habe dann halt gesagt, okay, du hast zwar mehr Geld mit Glücksspiel und sowas gemacht als wir und so, aber du hast halt auch sehr viel mehr verloren als wir alle. So, von diesem eher sachlichen Argument kommt er dann einfach auf, ey, jetzt pass mal auf, Alter, wenn ich will, dann kaufe ich mir UX Gaming und dich kaufe ich mir auch und du bist dann meine persönliche fucking Bitch. Okay. Okay, Bruder. Ich weiß auch gar nicht, ob Montana Black sich ab dem Teil einfach so dumm gestellt hat oder so, weil man kann ja UX Gaming kaufen unter xus.de/ux-gaming. Einfach Montana Black hinten drauf schreiben lassen. Fertig ist das Ding. Einfach deine Größe auswählen und bestellen. Und schon bist du Teil der Familie, Bruder. Also ich meine, das ist doch gar nicht so schwer. Am Ende des Tages macht dich die Spiele zu ihrer Bitch und nicht andersrum. Und dadurch, dass du so stolz darauf bist,
macht sie das wahrscheinlich auch noch bei ein paar deiner Fans. Da habe ich den Real Talk aus dem DX Razer ausgepackt. Hat er dann, glaube ich, aber auch gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, dann war es so richtig vorbei eigentlich. Vielleicht wollte er auch gar nicht mehr darauf antworten, man kann nur mutmaßen. Zusammenfassend gesehen finde ich es halt einfach erschreckend, wie jemand, den ich früher dafür gefeiert habe, dass er Leute davon erzählen möchte, dass es nicht cool ist, sowas wie Süchten zu verfallen, weil er selbst mal süchtig war und praktisch so sich als Beispiel hinstellt, hey, so kann es ablaufen und ich will nicht, dass ihr die gleiche Scheiße durchmachen müsst. So, und jetzt ist er darauf stolz oder macht zumindest Witze darüber, dass er viel Geld mit Glücksspiel gemacht hat. Also dadurch, dass er Glück hatte und dadurch sogar Geld verdient, dass er andere Leute darauf bringt, auf diese Glücksspielseiten zu gehen. Man muss dann natürlich in der Vergangenheit reden, dadurch, dass er das jetzt nicht mehr macht, aber also er bereut es halt einfach nicht. Und das finde ich halt erschreckend. Und da bin ich tatsächlich irgendwie enttäuscht. Als ich meine, dass er sexistische Witze macht, das ist halt einfach schlechter Humor, der halt nicht cool ist so. Aber er schadet mit diesen Witzen jetzt niemandem direkt. Ja, es ist mehr so ein allgemeines Teil, dass er Leute dazu bringt, okay, sowas ist eigentlich okay, sowas lustig zu finden. Das ist halt das einzig Verwerfliche, was ich so an diesen sexistischen Witzen sehe. Ich will jetzt ja auch wirklich niemanden hier umstimmen von wegen, ja, ihr müsst jetzt alle Montana Black haten dafür, was er macht. Wobei manche von euch möchte ich wahrscheinlich wirklich umstimmen. Ich meine, hört auf, Fortnite zu spielen. Das ist wirklich nicht mehr cool. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr Aussagen von YouTubern wirklich einfach hinterfragt, beziehungsweise die auch irgendwie reflektiert. Also, dass ihr euch denkt, okay, das, was der Typ gerade sagt, stimme ich dem überhaupt wirklich zu? Also, ist das mit mir vereinbar? Das, was ich so denke und das, was er so sagt, ist das in Ordnung für mich? Oder stimme ich dem einfach jetzt blind zu? So, sei es Montana Black oder auch von mir. Also, ich meine, ich labe auch öfter mal einfach so Müll. Außer das mit Fortnite. Das meine ich ernst. Und das mit xus.de/ux-. Ach, ihr wisst. Gaming. Bleibt diese Camo jetzt eigentlich die ganze Zeit hier so? Ich check's nicht so ganz. Ich meine, Montana Black ist nicht ohne Grund einer der größten Twitch-Streamer Deutschlands. Seine Community ist ihm halt wirklich ehrlich wichtig. Man muss dazu aber auch sagen, dass man ihn trotzdem einfach kritisieren kann oder das verwerflich finden kann, wenn er sexistische oder illegale Dinge tut. Ich meine, ihr könnt mich auch kritisieren, wenn ihr irgendwas zum Kritisieren findet. Oder ihr sagt einfach, ihr habt mehr Geld als ich. Das geht auch. Ich bin wieder faded. Shorty ist es leid, doch sie hat nicht in der Playlist.